Herr Dietrich, wie bewerten Sie zurzeit das Gesundheitssystem und den dazugehörigen Markt? Wir haben in Deutschland eines der besten Gesundheitssysteme der Welt. Dieses soll bitte so erhalten bleiben, aber ich habe die Befürchtung, wenn in der nächsten Zeit sich nicht etwas Grundsätzliches ändert, dass dieses doch sehr gefährdet ist. Momentan wird in der Politik nicht die Lösung für ein Problem gesucht, so mein Eindruck, sondern es wird ein Problem gemanagt, also nicht wirklich gelöst. Die Akteure, die dafür verantwortlich sind, scheinen, so mein Eindruck, nicht ihre Arbeit wirklich wahrzunehmen. Und die Intransparenz des selbstgeschaffenen Systems tut ein Übriges dazu. Wie sehen Sie die Veränderungen am PKV-Vermittlermarkt? Die Umsatzzahlen gehen stark zurück und die Zahl der Vermittler ebenso. Ich persönlich begrüße diese Entwicklung sehr. Vielleicht ganz entgegen der Erwartungen und der Meinung meiner Kollegen. Warum ist das so? Ich erinnere an die GKV. Die GKV hatte über 2000 Kassen in Deutschland vor nicht allzu langer Zeit und ist heute bei 200 angekommen. In der PKV fand man in den letzten Jahren Geschäftsmodelle, die auf Beitrag, schöne Worte und Rhetorik ausgerichtet waren. Das muss aufhören, das hat aufgehört durch Unisex-Kalkulation, Mindestkriterien, sofern man sie in die Gesellschaft noch eingepflegt hat. Und der Vermittler hat nun nicht mit schönen Worten in dem Prinzip, alles ist ja gleich, PKV gleich PKV und gleich GKV, sogar besser als diese, zu versuchen zu beraten und Policen zu verteilen. Die inhaltliche Beratung ist die einzige, die heute noch wirklich dem Kunden etwas bringt. Nur die Vermittler haben oftmals die Zeit verpasst, dort aufzuspringen. Können Sie was zur Gegenüberstellung der beiden Systeme sagen? Beide Systeme haben in sich ihre Probleme, gelinde gesagt. Wir haben in der gesetzlichen Kasse ein intransparentes System ohne einklagbare Rechte, denn zweckmäßig, notwendig, wirtschaftlich, notwendigermaßen nicht übersteigend, ist nicht wirklich greifbar. Die Entscheidungen eines MDK und eines Gesetzgebers sind immer auch von der Person abhängig, die die Entscheidung trifft. Wir haben dafür ein umfassendes Leistungsgebiet, welches in der PKV so nicht zu finden ist. Auch ist es für die normalen Menschen nicht zu erkennen, welche Leistung, obwohl sie nach draußen kommuniziert wird, sie sei versichert, dann doch nicht versichert ist. Alleine diese Intransparenz auch in den PKV-Tarifen mit den uninformierten und ungeschulten Vertrieben, damit der Umsatz schnell laufen kann, prägte die letzten Jahre. Das muss aufhören, das hat aufgehört. Man sieht es, die Vermittler sterben ab, die das nicht beherrschen. Und immer mehr Kunden, die glücklicherweise nicht mehr vermittelt werden, auch nicht in die PKV gehörten, werden dann auch im gesetzlichen System wahrscheinlich verbleiben. Sie sind verbunden mit der Beratungsgesellschaft Premium Circle Deutschland. Können wir mehr über dieses Maklernetzwerk erfahren? Sie haben es richtig gesagt, es ist eine Beratungsgesellschaft. Sie berät unter anderem auch die Anbieter selbst und bewegt den Markt seit Jahren hin zur Qualität, hin zu klaren Formulierungen, hin zu dem, dass in der Police sich etwas befindet, was dort zwingend notwendig hineingehört und vom privat sich Versichernden auch erwartet wird. Privat versichert zu sein, heißt meist nicht auch Privatpatient zu sein. Der Premium Circle Deutschland hat unter anderem ein Maklernetzwerk von Fachmaklern, die sich auf diese biometrischen Risiken ausschließlich ausgerichtet haben. Er berät auch die Anbieter, wie gesagt, auch andere Firmen, andere Akteure am Markt und zeichnet sich durch eine besondere Analysetätigkeit aus, die ihresgleichen bis heute nicht gefunden hat, so mein Eindruck, meine Meinung. Und auch hier wurde für die Politik, für uns alle in der Gesellschaft, denn wir sind alle Verbraucher, eine Analyse gestartet, die ich dann sehr gerne auch mal vorstellen möchte. Es handelt sich um eine selbst erarbeitete Analyse mit einem hohen Grad an Kompetenzen über den Zukunftsreich Gesundheit. Diese Kompetenzen sind Ministerienangehörige, Vorstände von Versicherungen und andere Sachverständige und Professoren des Gesundheitswesens, die in der analytischen Tätigkeit dieses System auf den kleinsten Nenner runtergebrochen analysiert haben. Für den normalen Verbraucher kann man es erkennen in einem Puzzle, einer Schaugrafik, die dieses System abbildet, welches 1000 Teile mit sich bringt und damit auch die Intransparenz, die wahrscheinlich den Erhalt der GKV auch noch begründet, denn keiner hat es verstanden, auch darlegt. Gab es denn in dieser Studie noch andere Überraschungen? Überraschungen gab es dort im Grunde unbegrenzter Zahl. Wir haben zum Beispiel festgestellt, wir haben analysiert, und das hat mich sehr beeindruckt, dass in § 1 des Sozialgesetzbuches 5, der Grundlage für die gesetzliche Kasse, der Versicherte dazu angehalten ist, in seiner Lebensführung Krankheiten möglichst zu vermeiden, sollte er dennoch erkranken, sich so zu verhalten, dass er einer Heilung entsprechend sich verhält. Wenn man sich dabei überlegt, dass 90% der Erkrankungen, der chronischen Erkrankungen in Deutschland auf die Lebensführung zurückzuführen sind, ist dieser Passus im Grunde ad absurdum geführt. Auch ein ganz anderer Punkt ist zum Beispiel,
das, was wir immer in der Headlines gelesen haben, die unbezahlbare PKV. Die gesetzliche Kasse hat seit den 70er Jahren über 1100% Anpassung hinter sich. Das sind im Schnitt 5,9% von Jahr zu Jahr bei sinkenden Leistungen. Ich persönlich jetzt in der zweiten Lebenshälfte, wie man ja so schön sagt, also doch über 50, bin mit unter 300 Euro für meine Kasse durchaus bestens versichert und kann diese Anpassung nicht nachvollziehen. Wobei ich jetzt auch wieder nicht über Beiträge reden möchte oder Preise, sondern einfach darüber, dass es ein Märchen war. Das hat sich herausgestellt, wie viele andere interessante Fakten auch. Und dieses Analysewerk, Faktencheck, sehe ich als Grundlage für einen jeden Vermittler an, der heute kompetent und fachlich beraten möchte, der seinem Kunden etwas schuldet und dies auch erbringen möchte. Von den politischen handelnden Personen ganz zu schweigen. Es ist eine Pflichtlektüre. Thema Tarifkalkulation. Welche Anforderungen werden da an den Berater selbst gestellt? Der Berater muss, um mit der Zeit zu gehen, dem Kunden dies verkaufen, beraten, verkaufen ist der falsche Ausdruck, inhaltlich beraten, welche Unterschiede das System hat. Ich persönlich vertrete die Meinung, wer morgens aufsteht, Geld verdient, muss auch die Kostenseite planen können. Das erfordert zwingend notwendig ein Vertragsrecht. Das ist aber auch mit vielen Intransparenten verbunden, wie bereits erwähnt. Daher müssen diese Unterschiede inhaltlich und in ihrer Wirkung im Leistungsfalle kommuniziert werden. Hier bedarf es sehr viel Zeit, enorme Fachkompetenz, ständige Weiterbildung, die wir in dem Beraternetzwerk hier ständig erfahren. Das ist zwingend notwendig, um überhaupt Mitglied sein zu dürfen. Es gibt hier auch keine Kompromisse. Viele Berater gehen über die Beitragsoptimierung. Ist das ein guter Weg? Beitrag ist ein Wort, welches falsch interpretiert wird. Ich habe einen Preis für eine Leistung zu zahlen, so auch für eine Krankenversicherung. Der Beitrag ist die Summe aller zusätzlichen Aufwendungen, mein Ziel zu erreichen, sprich die Kosten auch zahlen zu können, sofern sie einmal anfallen. Der Irrglaube, einen Tarifwechsel realisieren zu können mit gleichen oder mehr Leistungen, ist grundsätzlich falsch. Es gibt keine zwei Tarife am Markt. Und ein Wechsel geht immer mit mehr und weniger einher. Und das Weniger muss zwingend notwendig auch verstanden werden, denn das suggeriert, wer nachher wirklich gespart hat und wer verdient hat. Ob es der Vermittler war, der seine Leistung abrechnet nach der erzielten Beitragsdifferenz und möglicherweise nicht all diese Leistungen, die gemindert wurden, auch kommuniziert, weil er sie vielleicht selber auch gar nicht verstanden hat. Hier ist noch mehr Fachkompetenz gefragt und bitte vergessen wir nicht. Es ist eine kostenfreie Leistung des Anbieters der PKV, der sie leider nicht leistet.